Pedro Camacho ist der Komponist von Star Citizen und wird heute über seine aktuellen Projekte sprechen. Pedro war bereits im vergangenen Jahr 2019 im Star Citizen Live zu Gast und hat sich dort vorgestellt, zusammen mit vielen Hintergrundgeschichten und persönlichen Anekdoten. Im Star Citizen Live von 2019 ging es um den Prozess der Entwicklung des R-Corp-Themas. Im heutigen Star Citizen Live geht es vor allem um die Entwicklung des Microtech-Themas. Hey Joe, how did you get started with Star Citizen? As I was saying, Als Einstieg erzählt er aber erstmal für alle seit dem ersten Star Citizen Live mit ihm 2019 neu hinzugekommenen Citizens noch einmal seine Geschichte, wie er Chris Roberts angeschrieben hat und ihm vorschlug, die Musik für Star Citizen zu schreiben. Sie trafen sich, fanden sich sympathisch und der Rest ist Spielgeschichte. Pedro versteht das Spieluniversum von Star Citizen als etwas Großes, Ganzes und versucht deshalb den Spagat hinsichtlich dessen, einen musikalischen Schirm darüber zu spannen, der ein übergreifendes Thema widerspiegelt und dennoch das Musikthema jedes einzelnen Planeten einzigartig zu gestalten. Bevor er sich musikalisch an ein neues Thema setzt, führt er sich jedes Mal vor Augen, wie viel Arbeit und wie viel Leidenschaft die Entwickler und Designer in die Erstellung der Planeten stecken. Bevor er die Musik für R-Corp entwickelt hat, schaute er sich alles an und versuchte gedanklich in die Gesellschaft dieses Stadtplaneten einzutauchen. Was er fand, war ein riesiger Pool, eine Durchmischung unzähliger Kulturen. Er wollte daher seine Komposition für R-Corp futuristisch klingen lassen, aber mit ihren Wurzeln verankert in jeder denkbaren Kultur dieses Planeten. Dieser Gedanke macht es ihm aber sehr schwer, denn wie konnte er solch eine Idee umsetzen, ohne zu ethnisch zu werden, ohne dass es am Ende afrikanisch klingt oder japanisch oder sonst wie, ohne an einen spezifischen Musikstamm zu erinnern, aber eine Mischung aus allem. Das war wirklich sehr viel Arbeit, erklärt er, und hat sehr viel Zeit gekostet, in der er zwischendurch auch nervös und unsicher geworden ist, ob dieser herausfordernden Arbeit in unbekannten musikalischen Gefilden. Am Ende ist aber ein Stück herausgekommen, das er sehr mag und das er bis heute immer wieder gerne hört. Thank you.
Wenn Pedro also ein Stück für einen Planeten komponiert, versucht er, den Planeten zu beschreiben, eine Nachricht uns Spielern zu übermitteln, was er fühlt im Angesicht des jeweiligen Planeten. Und als Pedro Arcorp sah, dachte er sofort, oh Mann, das Ding ist eine monströse Stadt. Verkehr, überall ist Verkehr. Alle Menschen spielen verrückt auf ihrem Weg durch die Stadt zu ihrem Ziel. Aber wie auch im richtigen Leben, heruntergebrochen auf die einzelne Person in so einer Stadt, geht sie ihrer Routine nach, Tag für Tag. Vom Zuhause zur Arbeit, nach Hause zur Arbeit, nach Hause zur Arbeit. Neben dieser Craziness, wie Pedro es formuliert, hat er deshalb versucht, auch diese Routine anklingen zu lassen, diese Monotonie in seinem musikalischen Thema zu Arcorp. Hurston hingegen hatte einen völlig anderen Ansatz. Pedro dachte an seinen Vater, der einen sehr breiten Musikgeschmack hatte. Dennoch liebte sein Vater insbesondere Vangelis, Jean-Michel Jarre und auch Tangerine Dreams. Hurston ist wie sein Vater, wenn wir über diese Ursprünglichkeit sprechen, in diesem Falle die Ursprünglichkeit synthetischer Musik. So sind auch für Pedro diese Künstler die Hauptpfeiler elektronischer Musik. Dies im Hinterkopf versuchte er auf musikalischem Wege, dem Industrieplaneten Hurston ein anderes Gefühl zu verleihen. Dazu versuchte er, Synthesizer wie ein Orchester klingen zu lassen, was Vangelis zum Beispiel sehr viel probiert hat. Dann versuchte er, das Orchester klingen zu lassen wie ein Orchester. Es ist quasi der umgekehrte Weg, wie man normalerweise arbeiten würde, was etwas ist, das Pedro bis dato noch nicht ausprobiert hatte. Auch dieses Thema hat es Pedro nicht einfach gemacht und bedeutete viel Arbeit. Aber am Ende mag er auch dieses Stück sehr gern und sie funktioniert für das Spiel. Die Musik verfügt über genügend Raum, sodass wir auch einen ganzen Spielfilm auf diesem Planeten schaffen könnten, indem wir einfach diese Musik aus den wenigen Stücken, die Pedro komponiert hat, verwenden. Jetzt geht es aber rein in das Hauptthema dieser Sendung, das musikalische Thema von New Babbage. Through. Okay, This particular track, which I will show you, it was composed a bit before, not too much before. Das, was wir hier sehen, ist ein Teilstück, was vor der CitizenCon 2019 entstanden ist. Es war das erste Mal, dass Pedro versucht hat, sich in New Babbage einzufühlen. Wie üblich in seinem Metier kommen Komponisten erst ganz am Ende des Entstehungsprozesses eines Films oder eben Computerspiels dazu, das Material zu sehen, für das sie die Musik schreiben sollen.
Zu dem Zeitpunkt vor der CitizenCon sah er also das Demomaterial und damit Microtech aus der Ferne, was er als fürchterlichen, weil eben sehr kalten und lebensunwirklichen Ort empfand. Doch dann lernte er im Rahmen der Demo New Babbage kennen und empfand dies plötzlich als Safe Place, als Zuflucht, eine wunderschöne Zuflucht. Und ganz plötzlich musste er an seine Tochter denken, genauso wie sein Sohn eine besondere Verbindung für ihn zum Trailer der 300er-Serie hat, beziehungsweise die Komposition dieses Trailers. Hier dachte er also an seine Tochter, wie er sie schützend im Arm hält und dieses Gefühl von alles ist gut, du bist hier jetzt in Sicherheit. Das Gefühl der Freude, frei von Sorge, an diesem besonderen Ort, das verband Pedro mit New Babbage. Gleichzeitig wollte er auch einen Musiktitel erstellen, der sich gänzlich von den bislang vorhandenen unterschied. Also wählte er Instrumente, die er für die anderen Themen nicht verwendet hatte, wie zum Beispiel eine Orgel. In this particular... So I don't know if you can hear it. Is it too loud? Is it okay? Okay. So this is the actual organ, initial organ. Das ist der Orgelsound, den er in abgewandelter Form verwendet hat und einzig für Microtech zur Anwendung kommt. Hierzu erklärt er, dass er keine vordefinierten, gekauften Soundbibliotheken verwenden möchte und auch keine bereits existierenden Patches, die er für andere Themen in Star Citizen erstellt hat. Für diese einzigartigen Sounds legt er dann verschiedene Layer, Musikschichten übereinander. Und das ist jetzt der Orgelsound, den er als Basis für seinen Safe Place versteht. Money is safe, like a sacred safe place. For the witch's body here. Okay, so you know that part. Then I thought, das ist der Basissound. Aber jetzt braucht das Ganze noch mehr Futter oder wie man sagt, mehr Fleisch, weil New Babbage eine große Stadt ist, die einen mächtigeren Sound braucht. There is the bass, so you can do it with more weight. Then I thought like, okay, so this is what das ist das, was Pedro hört, wenn er New Babbage erreicht. Aber er wollte dieses Gefühl noch dahingehend ausweiten, dass man sich durch die Musik in New Babbage hineinversetzt fühlt, dass das musikalische Thema New Babbage begreifbar macht. Also brauchte er ein Crescendo, das glücklich macht. Und das war das. Happy. And this was it. Which is actually very odd. He doesn't sound like nothing. Zugegeben, es klingt ein wenig seltsam in dieser Form. Pedro macht für den einen Teil nur einen Akkord und dieser andere Teil jetzt, der ist ständig in Bewegung. Das mag seltsam anmuten. Der Hintergrund dafür ist aber, dass der eine Sound der ist, wenn wir auf New Babbage zusteuern, und der andere ist der Sound aus dem Herzen der Stadt. Das ist seine Philosophie dahinter. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema von New Babbage, das sich immer und immer wiederholt. Es geht hoch und runter, wie ein graziler Tanz, ein Ballett der Melodien. That's what the image I had in mind. The sound of the violins is a bit different than what I usually. Der Sound der Violinen unterscheidet sich hierbei etwas von denen, die Pedro im Regelfall nutzt. Sie werden Sol Ponticello genutzt, das heißt, dass der Bogen in der Nähe des Stegs gehalten wird, um die höheren Obertöne hervorzuheben. Pedro wollte diesen Sound, weil er kühler klingt, weil er sich kälter anfühlt. Es ist nicht das Gefühl, was Violinen normalerweise erzeugen wollen. Dies hier wäre der normale Klang einer Violine. Thank you.
Das wollte Pedro aber nicht. Er wollte, dass man durch die Violine die Eiseskälte von New Babbage spürt. Also nutzt er einen Patch, in dem die Violine in Legato gespielt wird. Die reine Su Ponticello im Legato klang ihm aber dann doch zu rau, zu hart, weshalb er ihn mit dem zuvor angespielten normalen Violinenklang gemischt hat. Und das ist das Ergebnis daraus. Wie zuvor erwähnt, wiederholt sich diese Tonfolge, sich in Oktaven verdoppelt. Im Hintergrund spielt die etwas seltsam anmutende Melodie, die aber die Freude eines Kindes in New Babbage widerspiegeln soll, was ungefähr Pedros Gemütslage entspricht, als er das erste Mal New Babbage von innen gesehen hat und dachte, wow, das ist großartig. Die Orgel spielt dann die Geheimnisse dieses sozusagen heiligen Ortes wieder, dieser sicheren Zuflucht auf diesem lebensfeindlichen Planeten. Und das war's dann. Es war ein hartes Stück Arbeit für Pedro, wirklich nicht einfach und mit einer Menge Experimente verbunden. An dieser Stelle fängt Pedro verunsichert an zu stammeln, dabei erklärend, dass wir nun einen Sopran hören werden, weil es eine Sopranistin ist, die wir hören, wenn wir auf New Babbage zufliegen. Dieser zweite Teil wirkt wie eine Wiederholung, aber mit weniger Gefühl, dafür mit wesentlich mehr Nachdruck im Hinblick auf die Epik dieser Stadt. Der Ton übersteuert hier ein wenig, aber grundsätzlich ist dieser Abschnitt wesentlich wuchtiger als noch der erste Teil. Modern influences of electronic music that I really love. I love hearing. I love symphonic part. I love orchestra. I also love electronica. So was a bit more. Zurückkommend auf Pedros musikalische Wurzeln, die eher in der klassischen Musik liegen, wollte er im Rahmen dieses Themas nicht darauf zurückgreifen. Er wollte elektronisch bleiben, auch weil er über seinen Vater eine besondere Verbindung zu dieser Art der Musik hat. Nichtsdestotrotz wollte er, wie zuvor gesagt, ein Orchester haben. Ein elektronisches Orchester. Ein großer Teil der Arbeit bestand also darin, Patches zu erarbeiten, Sounds zu kreieren und damit das Orchester zusammenzustellen. Pedro erstellte 20 Sounds und wählte daraus dann die passenden aus. Diese Arbeit der Erforschung neuer Töne für ein elektronisches Orchester war sehr fordernd. So erklärt Pedro auch, dass er zeitweise sehr nervös war bei dieser Arbeit, weil es so völlig anders war als das, was er bisher gemacht hat. Orgel, Streicher und Synthesizer zusammen, das hat man nicht allzu oft. Dann dazu noch eine Sopranstimme. Aber letzten Endes hofft Pedro, dass es funktioniert und wir dieses neue Musikstück genauso mögen wie er. Let me cue that up here then. We'll be right back.
Während Fragen im Chat gesammelt werden, hören wir das Thema noch einmal. Jetzt geht es rein in die Fragensektion, die im Chat gestellt wurden. Arbeitet Pedro bereits an Musikthemen für zukünftige Landezonen und Planeten? Nein, weil er als Komponist immer erst spät in den Erstellungsprozess einbezogen wird, wie zuvor erklärt. Es gibt aber solche und solche Situationen. Bei R-Corp wurde er recht früh beauftragt, was ihm eine Menge Zeit für Experimente gab. Bei Microtech wurde er erst sehr spät hinzugezogen, weshalb die Musik verhältnismäßig schnell komponiert werden musste. Aber so ist das in seinem Beruf. Manchmal hat man nur einen Tag oder gar ein paar Stunden, um ein musikalisches Thema zu komponieren. Das kann auch ein Vorteil sein, denn so ein Ad-hoc-Thema kann auch besser sein als eines, an dem man Wochen gearbeitet hat, weil es die erste Reaktion, das erste Gefühl widerspiegelt. Weiß Pedro, wie sehr wir seine Musik lieben? It's always easier to love music when it's coupled. Pedro antwortet sehr bescheiden und sagt, nun, es ist immer einfacher, Musik zu lieben, wenn sie in Verbindung mit einem großartigen Projekt, mit ebenso großartigen visuellen Eindrücken entsteht. Es gibt eine Menge toller Komponisten auf dieser Welt, nur Pedro hatte eben das Glück, Teil dieses atemberaubenden Projekts sein zu dürfen. Das bedeutet aber auch Verantwortung, womit Pedro kein Problem hat, erklärt er. Er liebt es, unter Druck zu arbeiten, denn dann funktioniert er erst so richtig gut, wenn er unter Druck steht. Aber wie auch immer, es ist ihm wichtig zu erwähnen, dass er stets von einer Menge talentierter Menschen unterstützt wird. Sie helfen ihm bei seiner Arbeit, geben ihm Eindrücke und Ideen und lassen ihn auch wissen, was Chris Roberts Ideen sind, was extrem wichtig bei Pedros Arbeit ist. Denn letzten Endes ist es Chris' Projekt, sein Kind, dem Pedro gerecht werden möchte. Pedro schätzt Chris sehr, den er als wandelnde Enzyklopädie von Filmmusik bezeichnet, der eine Menge Wissen mit sich herumträgt und jemand ist, dessen Ideen und seelischer Verbundenheit mit seinem Projekt gerecht werden möchte. Diese Leidenschaft, Verbundenheit und die Fähigkeit auszudrücken, was er möchte, diese Leidenschaft von Chris, seine Verbundenheit und die Fähigkeit auszudrücken, was er möchte, hilft Pedro außerordentlich beim Finden und Zusammenstellen der Ideen für die Star Citizen Musik. Es gibt einen weiteren Komponisten, Darren Lamburn, mit dem Pedro zusammenarbeitet und der ihm ebenfalls eine große Hilfe ist, insbesondere beim New Babbage-Thema. So war die Idee der Orchestrierung synthetischer Sounds ursprünglich Darrens Idee. Pedro war so gefangen mit seinen Elektro-Sounds und so dermaßen unter Druck, dass er an einem Punkt nicht mehr weiter wusste. Und es war Darren, der ihm sagte, Pedro, du musst das Ganze orchestrieren, als ein Orchester zusammenstellen. Und das gab ihm den gedanklichen, kreativen Durchbruch zu dem Thema, wie wir es heute kennengelernt haben. Das wäre ohne Darrens Idee absolut unmöglich gewesen. Ein weiteres CIG-Teammitglied und Komponist ist Phil Pierce Smallwood, den Pedro ebenfalls sehr schätzt und der ihn bei seinen Arbeiten unterstützt, insbesondere zu CitizenCon-Zeiten, wenn Pedro extrem viel für CIG und Star Citizen komponiert. In diesen Zeiten ist Phil sein ständiger Begleiter, quasi ein Flügelmann.
Wenn Pedro also Maverick wäre, dann wäre Phil Goose, denn Maverick ist nichts ohne Goose. Phil hält Pedro dann den Rücken frei, nimmt ihm etwas vom zeitlichen Druck und gibt ihm Einblicke auf das Event, das Spiel und von Chris' Vorstellungen. Es basiert also alles auf Teamarbeit, wofür Pedro sehr dankbar ist. Wenn wir als Community also Pedro und seine Arbeit lieben, dann ist es wegen des Teams und weil wir das Team lieben. Wäre er alleine, würden wir seine Arbeit nicht lieben. Und das sagt er nicht, weil es sich gut anhört, sondern schlicht und einfach, weil es so ist. Hast du schon gesangsbasierte Musikstücke für Star Citizen in Betracht gezogen? Ja, absolut. Pedro ist musikalisch genauso breit aufgestellt wie sein Vater. So mag er auch Popmusik, Rock und Metal. Er liebt Metal. Es gibt da eine Sache, die ihm sein Lehrer in der Schule für klassische Musik gesagt hat. Er sagte, es gibt nur zwei Arten von Musik, gute und schlechte. Man sollte sich also alle Musikrichtungen anhören. Und der Gesang ist die Wurzel jeglicher heutiger Musik auf der ganzen Welt. Also, ja, er hat absolut an Gesang für Star Citizen gedacht. Aber manchmal ist es schwierig, auch in Anbetracht zeitlicher Aspekte, sie richtig zu stimmen. Manchmal braucht es einfach mehr Zeit, damit es sich schön anhört. Hast du schon an Musikstücken für bestimmte Alienrassen gearbeitet? Ja, hat er. Allerdings hat er zuletzt ausschließlich an Stücken für Landezonen und Planeten gearbeitet und Orten, die es zu erkunden gilt. Warum? Nun, weil das sein Auftrag war. Außerdem ist es in musikalischer Hinsicht wichtiger zu transportieren, wo man ist, als was man ist. Aber, wie gesagt, zurzeit ausschließlich an Planeten, auf denen es zudem keine einzige Spur von Aliens gibt, jedenfalls soweit er weiß. Wenn du komponierst, Pedro, arbeitest du dich systematisch vom Anfang bis zum Ende durch oder machst du eher Jamming-Sessions, wo du drauf loslegst und schaust, wo es dich hinträgt? Nein. Es ist immer sequenziell. Es gibt keine Jamming-Sessions, kein Exploring. Du hast deine Aufgabe und du machst sie. Das ist alles. Jamming ist einfach nicht gut, zumal es wesentlich effizienter ist, systematisch zu arbeiten, weil man wesentlich tiefer, ultrafein ins musikalische Detail geht. Hinsichtlich New Babbage war es als Beispiel so, dass Pedro ein Stück komponiert hat, was wir heute nicht im Spiel hören. Denn Darren nahm sich das Stück, vertiefte sich darin und mischte es anders ab, sodass wir heute Darrens Mix dieses Musikstückes hören. Und das funktioniert nur, wenn man sehr tief in die Details eines Musikstückes eintaucht. Sprich, nicht nur die Noten, auch die Patches, der Weg, wie es performt, live gespielt wird. Mit Jamming kann man nicht in dieses Detail gehen. Zumindest funktioniert das nicht für Pedro. Natürlich kann er nicht für andere sprechen, aber für ihn, wie gesagt, ist das kein Konzept zum Kreieren von Musik. Hast du ein bevorzugtes Instrument, bei dem du geneigt bist, es immer wieder in deinen Kompositionen einzusetzen? Kein Instrument, aber eine Stimme. Selbst wenn Pedro keinen Gesang in einem seiner Musikstücke hat, so hat er stets eine Stimme im Kopf, die mitsingt. Er guckt einen Film, hört eine Musik und er fühlt sie mit seiner Stimme, singt sie innerlich mit. Wenn man eine Melodie mitsingen kann, dann ist das ein gutes Zeichen. Es muss nicht bedeuten, dass man es mitsingen kann. Es gibt Musikstücke, die über mehrere Oktaven gehen und auch das New Babbage-Thema ist sehr schwer mitzusingen. Aber in Pedros Kopf singt er die Melodie mit und das ist ein Zeichen dafür, dass die Farben und die Harmonien des Stückes passen. Denkst du, dass es einfacher ist, Musik für ein lebendiges Spieluniversum zu schreiben, als wenn du Musik komponieren müsstest, das nicht für ein Musikspiel ist? Oh, they're different
Das sind völlig unterschiedliche Sachen. Wenn man Musik für einen Film komponiert, dann muss das in einer wesentlich kürzeren Zeit passieren. Aber man bekommt bereits Richtungen vorgegeben, Sounds zur Verfügung gestellt. Vor allem aber hat man bereits den fast fertigen Film als Grundlage. Das kann die Arbeit einfacher machen, aber auch komplizierter. Wenn man für ein Computerspiel Musik komponiert, hat man vielleicht mehr Zeit, weiß aber im Zweifelsfall gar nicht, was im Spiel überhaupt passiert. In beiden Welten, Film und Computer, begegnet ein Komponist also völlig unterschiedlichen spezifischen Herausforderungen. Star Citizen ist insofern besonders, als dass es ein wenig von beidem ist. Erhält Pedro den Auftrag, Musik für einen Werbeclip zu erstellen, für Star Citizen, dann ist das in etwa ein wenig so, als würde er den Auftrag für eine Filmmusik erhalten. Unterschied ist hier noch die Zeit, weil er für Star Citizen im Regelfall etwas mehr Zeit hat, als er sonst in der Branche üblicherweise bekommt, wo man teilweise einen Tag oder weniger Zeit hat und dann ein Ergebnis liefern muss, ganz gleich, ob es sich gut oder weniger gut anhört. Bei Star Citizen hat er mehr Zeit, aber nichtsdestotrotz eine Deadline, ein Abgabedatum, zu dem er ein Ergebnis liefern muss. Welches ist dein liebstes Computerspiel-Musikthema außerhalb von Star Citizen? Oh, yes, I have. Es gibt da ein Musikstück eines Computerspiels, das tatsächlich auch die Arbeit an einem Titel für Star Citizen beeinflusst hat. Der Name des Computerspiels ist Chaos Engine, einem damals revolutionären Computerspiel, welches 1993 für den Amiga auf den Markt kam. Es handelt sich dabei um einen ISO-Shooter, bei dem man sich in der ISO-Perspektive im Koop zu zweit durch Level schießt bis zum Endgegner, der besagten Chaos Engine. Dieses Spiel zeichnete sich durch sein Level-Design aus, bei dem es häufig mehrere Wege zum Ziel gab, verbunden mit der für diese Spielart damals unüblichen Rätseldichte und vor allem dem ersten dynamischen Soundtrack. Chaos Engine wurde von der Fachpresse hoch gelobt, mit Preisen förmlich überschüttet und in Deutschland am 31. März 1995 auf den Index für jugendgefährdende Schriften gesetzt. Wie auch immer, dieser Soundtrack war es, der Pedro im Gedächtnis geblieben ist. Um welchen Abschnitt es sich hier genau handelt, erklärt er in diesem Video. Ich blende es euch der Einfachheit halber hier ein. Exit open. Special activated. Für Pedro ist dieses Spiel, was der jüngeren Generation heute seltsam anmuten mag, aus mehreren Aspekten besonders. Zum einen war der Amiga der erste Computer, auf dem oder mit dem er begonnen hat, eigene Musik zu komponieren. Außerdem spielte er Chaos Engine gemeinsam mit seinem Vater auf dem Amiga. Und das erste Musikstück, was Pedro auf dem Amiga komponierte, das war auch das letzte, was sein Vater hörte, bevor er durch Krebs sein Gehör verlor und später starb. Viele sehr einschneidende, bedeutende Punkte in Pedros Leben, die ihn sehr mit diesem Spiel und seiner Musik verbinden. Der Titel, den Chaos Engine für Star Citizen inspirierte, ist Speed Activated, den Jared im Star Citizen Live hier einbindet. Popped up on the screen. I actually have the Speed Activated track on here. That's why I say Speed Activated. That's the reason I say that. It only comes after the build up and it stopped in the Speed Activated. So but was it Speed? Yeah, I'm actually playing the Speed Activated track for people right now. That's all we'll do for that, but. Was ist der seltsamste Sound, den du für Star Citizen Musik
aufgenommen hast. Yeah, that was my voice, of course. Keine Frage, das ist meine Stimme, antwortet Pedro. Ist es für dich befriedigender, erfüllender, mit einem dir bekannten Musikstil zu arbeiten oder experimentierst du lieber mit neuen Stilen? I kind of prefer outside. Pedro liebt Herausforderungen und somit experimentiert er gerne mit neuen Sounds. Vermutlich kommt das daher, dass er in seinem Herzen ein Jazzmusiker ist. Jazz hat im Regelfall sehr komplexe Harmonien und Strukturen. Es ist wirklich tiefgehendes Zeug, was man von der Pike an lernen muss, um es richtig zu spielen. Dann neigt man dazu zu sagen, Pop ist so einfach. Einfach zwei, drei Akkorde zusammenfügen. Jeder kann Popmusik schreiben. Und dann sagt Pedro sich, okay, dann mach doch. Dann macht man und merkt, dass es doch nicht so einfach ist wie gedacht. Fazit also, es ist immer gut, etwas Demut zu haben, die Arbeit anderer zu respektieren und Dinge auszuprobieren, die man zuvor noch nicht getan hat. Die Musik in den Bars und Kneipen von Star Citizen, zum Beispiel M&V Bar oder Wally's, sind das deine Stücke? Nein, nein, nicht meine, antwortet Pedro sofort. Das hätte er bereits früher erwähnen sollen. Dieser Teil der Star Citizen Musik stammt, soweit er weiß, von Darren Lamburn, der auch hier eine großartige Arbeit geleistet hat. Zu dem Zeitpunkt, wo Darren an dieser Barmusik gearbeitet hat, hat Pedro an den Werbeclips für die 300er-Serie gearbeitet, genauer gesagt an den Vocals. Ein jazziger Sound, sehr cool. Einen tieferen Einblick in diese Musik hat uns Pedro übrigens ebenfalls im Star Citizen Live des Jahres 2019 gegeben. Damit ihr wisst, was Pedro meint, spiele ich den Trailer, diesen Werbeclip hier nochmal für euch ein. Einen tiefen Einblick dazu im Star Citizen Live vom vergangenen Jahr. Jared erklärt, dass er zu dem Zeitpunkt mit völlig anderen Themen beschäftigt war, also überhaupt nicht involviert in die Erstellung dieses Clips der 300er-Serie. Als er es dann zum ersten Mal gesehen hat, war er überrascht, weil dieser Clip, diese Musik so anders war als alles andere, was er bis dato an Star Citizen Clips gesehen hat. Jared fragte sich spontan, ob das wirklich von Pedro sei. Dann hörte er in die Musik rein, hörte zu und sagte sich, ja, okay, das ist Pedro. Es ist bloß außerhalb dessen, was er sonst geliefert hat. Und es ist wirklich gut. Es ist richtig gut. Natürlich hat Pedro auch die Musik für den Carrack-Trailer komponiert. Jared fragt Pedro, wie das für ihn war. Und der antwortet, that was awesome. I love doing it. I was in a stupendous. Es war großartig. Ich liebe den Trailer und habe es sehr genossen, die Musik dafür zu entwerfen. In diesem Fall begann er sehr sacht und klassisch, um dann im Verlauf des Trailers musikalisch immer mehr in die Breite zu gehen und modernere Elemente einfließen zu lassen, um an einem gewissen Punkt dann sehr laut zu werden. Es war toll für ihn, als der Regisseur des Trailers zu ihm sagte, oh Mann, ich habe Gänsehaut, richtige Gänsehaut. Das, so erklärt Pedro, ist immer ein gutes Zeichen, wenn dir das jemand sagt. Und zum Abschluss dieses Star Citizen Live spielt Jared noch diesen besagten Carrack-Trailer ein und beschließt dann damit dieses Star Citizen Live. Und damit bin auch ich am Ende. Ich hoffe, ihr hattet eine spannende Zeit bei diesem Video, den sehr tiefgehenden, teils persönlichen Eindrücken von Pedros Arbeit. Ermöglicht wurde euch dieses Video von meinen Unterstützern auf tippi.com, auf www.tippi.com/astrosam. Die nächste Übersetzung von mir kommt sicherlich in Kürze. Bleibt mir treu, habt eine schöne Zeit, viel Spaß mit
Star Citizen 3.9.1 und bis demnächst auf diesem Kanal. Ich würde mich freuen. Bis dann. Cheers. My father always used to say I had wanderer's legs. We all wonder, what's out there? But for me, it was more than that. A stranger in my own world, I set out to find my path. Through all my travels, through all the trials of the unknown, I came to realize that there was really only one thing I'd been looking for.